willkommen bei der Akustikgitarre. Schön, dass ihr in unsere Videos reinschaut. Dieser Clip gehört zum Artikel World of Strings der Ausgabe 6 2021. Und ich habe ein ganz besonderes und sehr spezielles Instrument für euch diesmal dabei. Es stammt von dem jungen deutschen Gitarrenbauer David Jünger und nennt sich Ja Akustik. Vielleicht wird es auch anders ausgesprochen, keine Ahnung. Was ist da passiert? David hat zum Ende seiner Ausbildung überlegt, was er für ein Meisterstück machen kann. Und er hat gedacht, eine schöne Steel String Akustikgitarre, also eine Flat Top wäre doch toll. Aber eine Archtop, eine akustische, wäre auch toll. Und er konnte sich einfach nicht entscheiden. Das hat zu der kuriosen Situation geführt, dass er in einem Instrument einfach beides verwirklicht hat. Wir haben hier also eine doppelseitig bespielbare Doppelhalsgitarre. So würde ich das mal als Genre nennen. Habe ich gerade erfunden. Ihr seht hier die Steel String Seite, also ein wirklich sehr, sehr großer Jumbo-Korpus. Und wenn ich das Ganze mal rumdrehe, habe ich eine Archtop-Gitarre. Unschwer zu erkennen hier an den F-Löchern und an der sehr stark gewölbten Decke. Gehen wir wieder zurück zur Flattop Steel String. Und ja, vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen Comedian oder einen besonders begabten Musiker, der genau mit diesem Instrument so seinen Punkt machen kann und permanent einfach das Instrument wechselt oder die Spielseite des Instruments wechselt, ohne die Gitarre überhaupt aus der Hand legen zu müssen. Vielleicht noch ein paar Facts. Beide Decken bestehen aus massiver Alpenfichte. Einen Boden hat das Instrument ja nicht durch diese spezielle Bauweise. Die Zarge besteht aus sehr schön gemasertem Riegelahorn. Aus Ahorn sind auch die Hälse. Und dann haben wir noch Ebenholz für Griffbrett und Steg. Die Decken sind jeweils passend zu ihrem eigentlichen Genre im Gitarrenbau ausgearbeitet. Also hier flache Decke mit X-Bracing und auf der Archtop-Seite eben eine geschnitzte, gewölbte Decke mit entsprechender Beleistung. Klar, dass auch die Seitenaufhängung stark differiert. Hier haben wir den typischen Steel-String-Steg. Die Seiten werden mit 6 Pins festgeklemmt. Auf der Archtop-Seite haben wir die typische Archtop-Seitenaufhängung mit dem Seitenhalter hier hinten. Dann einen frei auf der Decke sitzenden Archtop-Steg aus Ebenholz, der nur durch den Seitendruck gehalten wird. Ja, jetzt würde ich euch empfehlen, dass ihr den Artikel in der Akustikgitarre 6.21 mal in Ruhe durchlest. Da erfahrt ihr die Hintergründe des Instrumentes, ihr erfahrt einiges über den Gitarrenbauer, die weiteren baulichen Details der Gitarre und auch noch meine persönliche Einschätzung davon. Hier im Video geht es jetzt weiter mit etwas Musik, gespielt auf dieser doppelseitig bespielbaren Doppelhalsgitarre von David Jünger. Ich wünsche viel Spaß dabei. Thank you.